Servus Bernd und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir den Yacon beernten, da auch der Yacon vom Frost betroffen war. Zumindest fangen wir mal an, weil die Wurzeln wuchern mehrer wie die von den Süßkartoffeln. Kann also sein, dass es mehrere zum Ausgraben gibt. Wie man an den Blättern erkennen kann, hat dieser Yacon auch schon einen Frostschaden. Und deshalb werden wir ihn jetzt ernten. Und jetzt geht die Sucherei los. Ist aber nicht viel, was er zum Bieten hat, lauter kleine Wurzeln hauptsächlich. Na, mehr ist nicht dran. Vier kleine Knollen vom Weißen. Das hat dieses Jahr hier noch nicht so gut funktioniert. Da die Knollen
noch relativ klein sind, denke ich, dass der Jakon noch nicht ausgereift ist. Bei dieser Pflanze sieht man sogar unten, dass neue Triebe rauskommen. Da noch viel Blattgrün da ist, in der Mitte, ich schätze, zwischen 30% und 40%, lasse ich die Pflanzen noch eine Zeit lang stehen und beernte sie zu einem späteren Zeitpunkt. Nachdem ich gestern die Oker geerntet habe, habe ich mich im Garten weiter umgeschaut, was jetzt als nächstes fällig ist. Und das ist hinter mir der rote Jakon. Oben an der Spitze hat der Frost ja schon erbarmungslos zugeschlagen. Man sieht auch an den Blüten, dass da kaum noch Leben drin ist im Vergleich zu den weißen Jakons ganz hinten, die fast noch 60% ihrer Blätter haben, hat der rote vielleicht noch 4%. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man schon, dass kaum noch grüne Blätter drin sind. Deshalb werde ich jetzt mal die beiden roten herausnehmen aus dem Beet. Ich habe schon mal angefangen, die Erde um die Pflanze wegzumachen. Das habe ich natürlich nicht gefilmt, weil die Nachbarskinder gerade draußen waren und gespielt haben. Und dann macht es keinen Sinn, Videoaufzeichnungen zu machen. Die Erde ist locker und trocken. Was Schlechtes ahnen lässt. Aber ich drehe einfach mal die Knolle auf den Kopf. Ja, schaut doch gut aus. Das ist die erste Knolle. Liegt sie mal ein bisschen auf Seiten. Aber ihr seht es ja selber, was hier alles
dranhängt. Das ist die größte Knolle bis jetzt. Größere habe ich im Garten noch nicht gehabt. Ein paar kleine. Ja, und das ist die Ernte von einer Pflanze. Ich finde es schon enorm viel. Vor allen Dingen sind sehr große dabei. Aber wollen wir mal schauen, was die zweite noch hat. Auch hier bei der zweiten Pflanze werde ich erst einmal ein Stück frei machen. Die Erde ist bis unten hin locker. Ja, da wird es ein bisschen fest, da wird doch ein bisschen Maulwurfserde drin sein. So, dass es für euch nicht zu langweilig wird, mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Auch diese Pflanze habe ich von der Erde außenrum befreit. Wenn es jetzt noch irgendwo hängt, dann nur an der Unterseite. Auch hier hängen Knollen dran. Vielleicht nicht gar so groß wie bei der ersten Pflanze. Hat es ein bisschen weniger Wasser erwischt.
grabe ich mal die große Wurzel hier noch raus. So, das dürfte die größte Knolle von dieser zweiten Pflanze sein. Tiefer brauche ich nicht mehr graben. Ich denke, tiefer sind nur noch die kleinen Wurzeln. Je tiefer das ich komme, desto trockener ist die Erde. Und hier habe ich wahrscheinlich noch einen Maulwurfserde mit unten reingemacht. Und das ist die Ernte der zweiten Pflanze. Die Knollen sind etwas kleiner, aber dafür sind es mehrere. Es gibt aber auch ein paar größere Knollen, so wie die hier. Um die Knollen haltbar zu machen, werde ich sie, wie sie ist, in Sand einlegen. Gut geschützt zwischen Tomatenhaus, dem roten Jakon, ist der weiße Jakon. Die Spitzen oben sind zwar auch zum Teil abgefroren, aber er hat mehrere Blüten dran, wie der rote. Das heißt, er blüht tatsächlich noch. Und vor allen Dingen von den Blättern im unteren und mittleren Bereich, ja, würde ich sagen, das sind 70%, was wir überlebt haben. Gehen wir mal ein Stück runter. So. Und solange die Blätter so schön sind, werde ich die Pflanze drin lassen. Der ist noch zu schön, um abzuschneiden. Wenn ihr im Film etwas Grunzen gehört habt, dann ist es der Igel, der momentan hier unterm Rhododendron ein Winterquartier macht. Das sind ja zwei Mini-Paletten mit einer Plastikfolie drüber, wo vorher das Gießwasser fast drauf war. Die habe ich stehen lassen. Und jetzt muss ich es wohl oder übel stehen lassen. Jetzt ist es bewohnt. Und das ist die Ernte des roten Jakons. Es waren nur zwei Pflanzen in einem Mini-Hochbeet. 1,20 m x 80 und 40 cm tief. Und trotzdem bin ich überrascht, wie groß die Ernte dieses Jahr war.